Hey Freunde, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Ja, wir haben ja ein Schloss aufgemacht durch Seelen oder so. Oder ja, durch Killen von Leuten. Ich verstehe das schon, man muss halt die töten in der Nähe. Also die Gegner töten in der Nähe von diesen Riesen. Und ein Geist. Kein Gegner. Ich kann durchlaufen, ich kann sprechen. By whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Ja? Ich geh kurz Fenster zumachen, Leute. Regnet. Es ist nämlich kalt draußen, bzw. es zieht bei mir und das Ziehen ist immer kälter, als es draußen eigentlich ist. Hör auf zu lügen, du magst doch keine frische Luft. Ja, ich bin Gamer, es ist wahr. Es ist kein Klischee, es ist echt Wahrheit. Ich hasse das. King Vendrick. Unfortunately, His Highness is absent. My Lord, the King has... The Queen has taken him. My Lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. Ich bin ja gerade gar nicht online. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick. Und der Verfolger zum zweiten Mal. Or the giants will take Dragleg. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side. Commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle to celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. Ah, du scheiß Verfolger, ey. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Nein! Is this some sort of a dream? Psst. Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Bitte? Ja, ich bin da. Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our Geh mal kurz weg, ne? Aha. Nimmst du gerade auf? Na, ja. Geste lernen. Eine Runde. Gegenstand kaufen. Verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Verwelktes Dämmerungskraut. Reparaturpulver kann man bei dem... Oh, schon mal der Lebensstein. Alter, schon mal der Lebensstein. Nehme ich den? Ja. Die kann ich immer mal gebrauchen. Okay. Das kennen wir ja schon. Ja, ja, ist okay. Oh Gott, Gegner? Ja, Gegner. Ja, ja. Hallo? Kein Bosskampf oder was? Was? Hurra für Beherrschung. Aha. Mich raten, hier gibt es unsichtbare Wände, komm, oder? Ah ne, kann ich gar keine Wände aufmachen. Nee. Na gut, dann muss ich da runter. Moment, ist das hier eine unsichtbare Wand? Nö. Was? Steht da!
Illusion voraus und dann versucht angreifen. Was? Okay. Doch nicht. Ich dachte jetzt irgendwie so eine Wand, die man kaputt hauen kann. Das sieht so aus. Das sieht so aus wie... Keine Ahnung. So Gänge. Spiegel. Oh, hallo. Ich höre hinter mir einen. Hahaha. Okay, ich mach gut Schaden bei euch. Hupsa. Blocken kann er verdammt gut. Okay. Große Ko... Achso, es ist ein Tor. Ja, das mag ich halt... Cyan Zellebade. Das mag ich halt... an diesem Ding nicht, an der Keule. Sie geht viel zu schnell Schrott, Alter. Das ist auch noch beschädigt. Oh Gott, noch mehr Gegner. Eine Tür. Hallo. Kübel, der Nachteil an Großhammerwaffen ist, sie gehen viel zu schnell kaputt, ne? Weiß ich nicht. Ich starte das Spiel nochmal neu. Warum? Weil ich den Verfolger nicht alleine legen kann. Ach, der da noch wartet? Oder ist? Das war dumm, ich weiß. Ich gebe es zu. Ich hätte damit rechnen sollen. Womit? Dass ich... da nochmal lang muss. Mann, Alter. Kriegen jetzt bei dir wirklich? Ja, also nicht dolle, halt so Mini-Regen. Ja, bei uns ist trocken, bisschen Niesel halt. Ja, also Kübel und ich haben nur 30 Kilometer voneinander entfernt, deswegen wundert er sich. So viel? Doch so viel, ja. Ach, die sind nur 10 oder 20. Nein, es sind 30, Digga. Deswegen kann er schon so lange, du weißt nicht, wie weit wir weg wohnen voneinander. Weißt du, wo uns läuft der Kübel? Ja, das reicht, ne? Ja, das reicht so. Schon. Weil ich weiß auch, wenn der Bus anhält, wo ich langlaufen muss. Ja. Kommst. Boah, Leute, neue Farmgebiete haben sich mir gerade eröffnet, Alter. Die droppen ordentlich Seelen hier. Wie er denn ans Farmen denkt, ey. Natürlich, Alter. Halt, was war jetzt in dem einen Raum da hinten eigentlich noch? Hab ich geguckt? Ich weiß es nicht. Hauptsache, ich renne schon derzeit wieder. Ich renne wieder voller Mensch. Ja. Ich hab voll Bock, meinen selbstprogrammierten Musikbot hier reinzuhauen, aber. Ha. Ja, wenn ich aufnehme, ist es schlecht. Ist ja nicht. Oh nein, das sind. Ich will noch nicht da lang. Ich will erst gucken, was oben ist. Ich will mal erst oben alles abchecken, bevor man geht. Ich nehme GEMA freie Musik, ne? Nein, dann auch nicht. Passt einfach nicht zu Dark Souls. Passt nicht zur Atmosphäre. Scheinbare Wand voraus. Ja, dann, ne? Lasst mal die scheiß Nachrichten vor den Wänden. Alter, ich hasse das. Kennst du das, Giebel? Was? Kennst du das, wenn sie, wenn die halt schreiben, scheinbare Wand voraus und dann direkt vor die Wand halt die Nachricht packen, kriegst die Wand nicht auf. Also wenn eine Wand ist, man weiß es ja dann nicht, aber also ich denke, ich würde schon behaupten, dass da welche sind, ne? Leuchtfeuer voraus. Oh! Leuchtfeuer, ja, danke. Okay. Ich kann hier jemanden rufen. Kutanz. Leuchtfeuer voraus, Freude. Ja. Hallo, Leuchtfeuer. Keine neue Information. Ah, oh, ich bin wieder online in Dark Souls. Muss ich 30? Nee, oh, muss ich aufhören, ne? In 20 Minuten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann schreiten wir mal hier durch. Oh, da unten ist eine Tür. Achso, das ist auch so eine. Bringt das Symbol des Königs in eurem Bild. Okay. Bringt das ja, Symbol. Ja, kommst noch hin als nächstes. Ja, wie er das Symbol schon hat, wa? Alter. Ich bin gerade dabei, die Riesenseelen zu sammeln, dann König Vendrick zu killen und dann seine Fürsten und dann bin ich fertig. Was? Na, wieso kennst du das Spiel schon, Junge? Hör auf damit. Ich habe einen Sucht hier zu sitzen ab und zu, der sich auch Fetti nennt. Ja, wie, ach, der spielt diesen Charakter oder was? Nein, Dominik, der hat das komplette Let's Play bei Zombie gesehen. Ach, Zombie ist schon durch, ja?
Alter, wie ich Angst habe vor den Typen hier. Ah. Ich hab schon. Wie viel Seelen habe ich intus? Ja, 1, hör mal. Ja, 1.803.361. Warte, ich kann gleich mal schon. Ich muss kurz nach Majula reisen, Leute. Ich muss meine große Keule heile machen. Die ist nämlich Schrott und ohne die komme ich jetzt hier nicht klar. Ja, wenn ich offscreen echt die Spinnen abfarmen mit dem Schlangenring, Alter. Das ist voll krass. Droppen random Waffen, ey, das ist voll geil. Katzenring weg. Ring der Kling, ja. Und dann Hartschlagring plus 1, ja, nehme ich. Den Chlorantierring habe ich ja scheinbar auch noch nicht. Hast du den schon, den Chlorantierring? Bitte? Ja? Hallo? Wird gespackt. Ah, okay, Internet. Man kennt das ja. Ja, ich habe den sogar schon plus 1. Boah, Alter. Übertreib halt direkt. Ich wollte eigentlich gucken jetzt genau. Ich wollte, die riesige Keule macht... Okay, jetzt geht jetzt mit... Ah, na gut. Die macht jetzt schon... Warte mal. Ja, die macht jetzt schon 357, Alter. Und die ist gerade mal plus 7. Oh, Alter, die riesige Keule ist dann noch stärker, ey. Kann ich mit der leicht rollen? Nein, kann ich nicht. Oh nein, das sind ein paar Kilo zu viel. Gut, die nächsten Level müssen auf Belastung gehen. Müssen, ist ein Muss. Ein verdammtes Muss, Alter. Ich muss irgendwie 3 Kilo oder so jetzt mehr hinkriegen. Oder ich mach die Sachen hier weg. Ja, klar, aber... Ne? Halt, ich wollte, genau, kann ich, lol. Ach, deswegen rolle ich schwer. Ja, die Ringe, ja stimmt, die Ringe sind so schwer, genau. Ja, ich schon wieder. Ich habe 6 Titanits. 2 Titanitbrocken. 3. Heidritterschwert braucht 2, ne? Ja. Oh, Alter, riesige Keule. Ja, hier, zack. Ja komm, dann behalte ich die 2 jetzt noch. Ich hoffe, das Ding skaliert dann mit Dings, ey. Dranglix Schloss, ey. Okay, also werdet ihr zum Leben lassen. Ihr dann auch, ne? Ja, na klar doch. Ich mach die One-Hit. Hä, was? Warum leuchtet es da schon wieder blau? Oh nein. Nein, jetzt sagt mir nicht, dass die Ruinenwächter zu normalen Gegnern werden. Oh. Au. Und ich mach gar keinen Schaden bei denen. Scheiße. Okay. Ja, war's okay. Nichts ist okay. Doch, bei mir schon. Ja, bei dir. Der Tod am Boden. Mist. Hab ich doch nicht. Oh Mann, ey. Scheiße. 3000, okay. Seelenfarm. Das sind viel zu viele Seelen, die mir hier geben, ey. Was, hier ist jetzt nichts, oder was? Unsichtbare Wand. Boah, Leute. Oh, und der Verfolger ein zweites Mal geklatscht. War es im Eisenschloss? Nein. Hä? Wo dann? Ach so, du meinst doch, jetzt als Boss? Ja. Ich hab doch das Gebiet resettet. Ach so, was droppt denn ihr? Speer des steinernen Soldaten. Noch einer! Okay. Leute, ihr seid nicht nett. Indem ihr sowas tut. Frag aber bitte nicht, wo ich den Chlorantierring her habe. Ja, toll. Denn das wäre so meine nächste Frage gewesen, weißt du? Googeln.
Nee, lass mal. Okay. Ich krieg ihn schon. Ja, ich find das schon irgendwo. Ich meine, du bist ja echt schon viel weiter als ich, von daher werde ich den schon irgendwo finden, ne? Nein, als ich da war, wo du jetzt bist, hatte ich den schon. Na ja, scheiß drauf. Ich werde schon irgendwo finden. Irgendwo wird er schon sein. Ey, in 3000... Ja, hier farm ich, Alter. Das ist... Oh, schöne Seele oder so. Nope, ein Pharos Wahrheits... Blabla. Apropos Leuchtfeuer, ich könnte ja noch... Oh, ihr lebt ja auch, ey. Ich raten, die Riesen hier wecke ich auch zum Leben. Ja. No, noch einer. Oh Mann, ey. Boah, Blayblade, Alter. Bam, Alter. Auf geht's hier. Breakdance. Ausdauer ist weg, Junge. Band. Bin ich gerade getroffen? Ich hoffe. Hau doch nicht daneben, Mann! Ja, Leute, das ist hier gerade ein bisschen lästig, die Gegner zu besiegen hier. Ich merk's. Oh. Weiß nicht, ob euch das Spaß macht zuzuschauen. Ey, das sind 3300 Seelen, Alter, das ist viel. Oh, hallo? Wie, ist jetzt in jeder so eine Zelle so einer drinne? Nein, oder? Weiß ich nicht. Oh Mann. Alter. Lele, Wille, Lillen, Schild. Noch einer. Wow, Mann, ey. Gift in der Truppe. Fuck, ey. Ah, salalala. Wow. Ich das überlebt habe. Hi. Au. Ich lauf weg. Ich lauf weg. Ich lauf schon. Ja, ich lauf. Ah. Lebenssteine. Die kann ich jetzt verschwenden. Davon habe ich genug. Au. Verzieh dich nicht in dein Loch. Verzieh dich nicht in dein... Hör mal. Kumpel. Ich kämpfe mit dir auch hier im Raum. Habe ich kein Problem mit. Hat das eine Truhe? Ach so, hallo. Jetzt verstehe ich deine Sorge. Du bewachst irgendwas Tolles, denke ich doch. Ring des königlichen Soldaten plus 1. Lass mich raten, der erhöht... Ja, doch. Das ist ja toll. Der erhöht meine maximale Last und der ist sogar plus 1. Dabei habe ich nicht mal den normalen gefunden. Das ist geil. Oh, ich muss euch hier an der Tür töten, Jungs. Also wenigstens einen von euch. No, no, no! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Moment, war das jetzt ein Fehler? Oh nein, bitte sag mir nicht, ich sind alle resettet jetzt. Die Lichter sind... Oh nein, sind alle resettet. Kacke. Was, ihr auch? Oh nee! Warum ihr? Ja, die macht jetzt mehr Schaden. Das Skelett mit A. Ich kann trotzdem leicht rollen, ey. Toll. Ring der Kling, wo bist denn du? Kann ich dich. Also, Ring der Kling dürfte ich jetzt so tragen können, oder? Ja, erhöht körperliche Angriffe. Dann komm raus! Oh, Leute! Wann muss ich aufhören? Kübel, ich hab wieder vergessen, wann. Ne? 10 Minuten. Boah. Komm, Leute, dann wird der Part etwas kürzer. Dann habe ich nicht so lange hochzuladen. Mache ich jetzt einen Cut und werde mich da durchkämpfen bei den ganzen Leuten da, bei den ganzen Typen. Ne? Tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal. Souls 2 hat er jetzt aufgenommen? Ich weiß nicht. Die Story hat nämlich gerade ein bisschen gehangen. Ich hoffe, mein Mikro sitzt. Kübel hört mich. Kübel ist da, ne? Was? Was? Ja, wie ihr seht, ich habe 160.000 Seelen. Ich war ein bisschen farmen, aber nur ein bisschen. Also, nur ganz wenig. Nicht sehr viel. Nicht sehr viel. Für mich ist das nicht viel.
Ich zeige euch auch gleich wo. Ich habe also die Ruinenwächter. Einer kommt schon nicht mehr wieder. Einer ist schon weg für immer. Jo, ne? So macht man das halt. Ja, die, genau, ich. Genau, ja. Was ich brauche, sind die Danitbrocken. Hier ist eine Kiste. Nein, oder? Oh Gott. Kurz. Danke. Achso, Leute, und zwar habe ich mal mit dem Schmied gesprochen. Der hat mir auf einmal einen Schmiedehammer gegeben. Habe ich halt offscreen aus Versehen auf Sprechen gekommen. Ja, er hat mir einen Schmiedehammer gegeben. Toll, ne? Ja, ich glaube, Keulen sind die besten Stärkewaffen. Und zwar möchte ich nicht zurück in Dranglicks Schloss. Nein, ich möchte. Ganz kurz. War das hier? Ja, hier. Und zwar habe ich eine... Habe ich ja den Lichtsteinschlüssel jetzt nachträglich gefunden bei diesem Urleuchtfeuer von der Spinne, was ich ja zuerst fatal übersehen hatte, also wo ich ja vorbeigelatscht bin. Den Schlüssel habe ich bereits benutzt, dann, also ich bin aber halt nicht durch die Tür gegangen, weil ich halt nicht wusste, ob diese Tür ich schon mal aufgemacht hat oder nicht. Habe ich halt probiert. Und diese Tür lässt sich nur mit diesem Lichtsteinschlüssel öffnen, deswegen gehen wir da jetzt hin. Bevor wir Rainlick Schloss weitermachen. Wartet ja immer noch Kollege. Kollege Paid-Killer und so. Wer ist der nun? Weiß ich nicht. Der sagt mir seinen Namen nicht. Weiß auch nicht, ob er Gilligan heißt. Ja, du meinst den Spieler Maljuda, ne? Der labert irgendwas von wegen, Au. Dass die Türen hier... Alter, wie viel... Aber... Ich find's krass, dass man noch immer so viel Schaden... Weißt du, in Dark Souls 1 würde ich jetzt von solchen Gegnern kaum noch Schaden kriegen. Ich find's halt krass, dieses Schadenmodell, das ist immer noch so... Ja, derbe ist. Bist du immer noch richtig schön fett... Schaden bekommst. Och Mann, Alter. Danke. Die haben auch keine Augen. Die testen an dem. Wundert mich ein bisschen. So, den Schlüssel habe ich. Och, geht doch mal alle weg hier. Mann. Ihr habt gesiegt, voll. Ja, Drachenreiterseele. Was, bist du gerade im Lügen Plus? Nein. Nein, ich habe nur der Teil des Flammenturms jetzt schon fertig gemacht. Ach, große Titanie-Chapper. Ja, den Drachenreiter habe ich ja aufscreen. Ja, ich will auf jeden Fall die blaue Kathedrale, sobald ich das nächste Asketenleuchtfeuer habe. Dann ja, auf ich jeden hab Fall. Ein Stück. Würde ich dann Ohrenstein nochmal legen gehen. Achso Leute, ich kriege hier drin keinen Schaden. Habe ich offscreen herausgefunden. Das Geräusch nervt zwar total, aber ich bekomme keinen Schaden. Ich habe keine Ahnung warum. Ob es an der Rüstung liegt, ich weiß es nicht. Jungs, kommt hier runter da, bitte. Achso, ich habe auch leider ja die ein oder andere Menschlichkeit bei diesen Ruinenwächtern da verloren. Ja, also es hat auch, es hat seinen Nachteil zu farmen, weil man verliert halt auch manchmal ein paar Sachen. Dann verliert man halt die Menschlichkeit, das ist scheiße. Ich bin ja fast tot. Ja, Leute, ich renne hier viel zu unvorsichtig durch. Ich weiß. Ja, wenn einer von euch einen Plan über das Dropsystem hat, über das Dropsystem, bitte, ich will's wissen, Alter. Also, muss man menschlich sein, um mehr zu bekommen, oder ist es immer gleich, bis man den Schlangenring hat? Ich habe da keine Ahnung. Ich wüsste das einfach mal sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich setze die Sünderin nochmal zurück. Mit welchem Zweck? Mann. Wählen. Was ich halt komisch finde, ihr habt ja, also ihr habt ja eine Aufnahme gesehen in letzten oder vorletzten Part, habe ich ja die ganzen Spinnen getötet, genau, okay. Jetzt haben sie wieder, also die droppen ja irgendwie random Waffen oder vielleicht auch nur die, genau, diese Tür. Diese Tür, Leute, diese Tür. Diese Tür hat sich nur mit diesem Lichtsteinschlüssel geöffnet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo es hier weitergeht, ich habe keinen Plan. Oh, schon wieder benutzt, siehst du? Lichtsteinschlüssel, eine Truhe. Ich höre Spinnen. Wow. Hab Schaden bekommen. Weg, weg. Weg. Boah, Spinnen, meine Hassgegner, ey. Einfach weil sie eklig sind. Barrierdolch. Ja, die droppen echt random Waffen. Ich finde das voll witzig. Also bei denen kannst du halt Waffen farmen. Also jetzt zwar keine einzigartigen epischen Waffen, aber halt Waffen. So normale. Zumal die kannst du ja bei Dings verkaufen. Großschwert des Schwarzen Ritters, großer Feuerball und Feuersamen. Ja, laber nicht. Alter, hier kannst du wirklich wie ein König rumrennen, Dark Souls 2.
Hab mir jetzt das vom Thronverteidiger, weißt du, dat, von dem männlichen davon, das Gewand gekauft, das sieht so königlich aus, ne? Leute, Großschwert des Schwarzen Ritters. Was glaubt ihr, wie ich das gerade feier? Ich liebe ja so eine epischen Schwert. Achso, die Finsterpyramid. Pyromantieflamme habe ich auch gefunden. Ne? Ich habe vieles gefunden noch in letzter Zeit. Ja, hier die Schilde. Ich habe auch hier das Gürrim-Schild. Tausendmal hier gefunden, ey. Wo ist denn das Großschwert des Schwarzen Ritters da oben? Ne? Nee. Hä, wo ist denn das? Da. Und das macht Feuerschaden. Das ist ja cool. Kübel. Hm? Ja. Die. Warte. Muss ich cutten? Ja. Ja, Freunde, wenn man auch abends cutten muss, ist ziemlich scheiße. Ja, ich habe gerade das Großschwert des Schwarzen Ritters gefunden. Oh, mein Xbox-Controller ist ausgegangen derzeit. Ja, ich mache jetzt noch bis halb. Dann dürften das 20 Minuten knapp sein. Hoffe ich doch. Und ja, Leute, Großschwert des Schwarzen Ritters. Ich glaube, das werde ich auch auf 100. Auf plus 10. Ey, Controller, warte mal kurz. Ja. Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Ich sag's jetzt einfach schon mal für die ferne Zukunft. Da wird noch so viel kommen, ohne Scheiß. Da, ich hab noch so viel vor. Tutorials, Bossguides und generell nochmal New Game Plus durchspielen vielleicht sogar. Also halt, dass ich halt dann vom New Game Plus halt nochmal dann anfange. Nochmal, also dass ich dann halt ab da nochmal ein komplettes Let's Play mache. Ich hab so Bock, diese Spiele komplett auszukosten. Auszukosten, sagt man das so? Ja. Gut, ja genau, also ich wollte ja nur hier gucken nach Lichten, also ich wollte nur gucken, was wohin mich dieser Lichtsteinschlüssel bringt. Gut, das habe ich jetzt gemacht, dann können wir jetzt zurück zu Drangleics Schloss gehen. Aber vorher gehen wir zu Majula, denn ich will leveln. Ich will die Seelen loswerden, Alter. Ich glaube, so viel wie ich farme, Alter. Ich glaube, boah, es ist krass, ey. Wie viel ich jetzt schon, wie viel ich echt am Farmen bin, ey. Das ist schon böse eigentlich. Ja, aber gut, wenn man mal überlegt, wie viele Seelen ich auch schon in den Sand, in den Sand gesetzt habe, ne? Wenn man mal überlegt. Dark Souls 1 ist eigentlich scheißegal, wie viele Seelen du in den Sand setzt. Du kannst immer farmen, immer. Immer. Ja, und hier hast du ja die Möglichkeit immer. 6 Level, Alter. 6 Level. Boah, dann kann ich 89 Kilo tragen. Wenn soll ich auf Belastung gehen, Alter? Weiß nicht, lohnt sich das? Lohnt sich das, ey? Nee, ich roll ja noch leicht ab. Ja, du wolltest ja wissen, wie viele Spielstunden ich in Dark Souls hab, ne? Ja, sag mal. Ja, das, ich muss erstmal starten. Ey, das zahlt sich jetzt gar nicht mehr aus. Hier, Vitalität und Kondition zu skillen, ey. Ja, Vitalität wäre aber Kondition nicht mehr so doll. Da kriege ich ja nur pro Punkt nur eine Kondition. Mach ich auf Stärke. Ja, Alter, 50. Komm, Alter, mach Stärke 50, dann haben wir es jetzt. Oh, krass. Scheiß mal auf alles andere. Stärke 50 ist das Beste. Wie viel Schaden macht jetzt die Keule? Die plus 10. Plus 206, das sind 566, ja. 32 Stunden und 19 Minuten. Okay. Ja, mein 143. Das Großschwert macht dann exakt 520. Okay. Großschwert kann also echt weg. Ein Heideritterschwert habe ich dann noch. Nee, halt. Ich wollte ja mal. Dann. Ich will ja mal mit dem Großschwert hier von Dings kämpfen. Wo ist es denn? Da. Genau, das Ding finde ich nämlich. Ach, ich war schwer. Scheiße. Ja, das. Warte mal, ist der Angriff jetzt genauso wie in Dark Souls 1? Ist er nicht? Oh, das ist ja schade. Kein Hochwirbelangriff. Das ist echt ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das gleich gelassen hätten. Na gut. Mein Zauberstab. Wo ist mein Zauberstab? Da ist mein Zauberstab. Dann auf. Ja. Dann auf nach Drangleic. Drangleics Schloss, meine ich. So, wenn man offline spielt, dann sieht man ja auch, wie viele Leuchtfeuer man übersehen hat, hat mir Kübel erzählt. Dann werde ich auf jeden Fall auch mal offline. Dann werde ich auf jeden Fall auch mal offline spielen, um zu gucken, wie viel ich denn so übersehen habe. Wenn du wieder online bist, weißt du, wird automatisch übernommen. Also siehst du auch. Musst nur einmal offline reingehen ins Spiel, ans Leuchtfeuer setzen und dann. Ach so. Ja, wie gesagt, hier habe ich jetzt. Ja, guck mal hier. Der Ruinwächter ist schon weg. Also den habe ich schon weggemacht komplett.
Speer eines steinernen Soldaten, sehr schön. Ja, ich werde dann ausgehen auch noch auf jeden Fall bei Gablan was verkaufen gehen. Ja, ich habe noch ein Menschenbild, deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich, ja, ich habe noch eins, ne? Das werde ich halt höchstens für einen Boss oder so verwenden. Ach, der ist auch schon weg, Alter, krass. Okay, der lebt noch, aber der dürfte jetzt nach ein, zweimal dann killen auch weg sein, der hier. Ja, die Ruinwächter habe ich jetzt weg. Die sind fast weg. Die habe ich jetzt fast leer gefarmt. Also irgendwo bin ich schon eine kranke Sau, was Farm angeht eigentlich, ey. Schon übel. Achso, ich habe auch, also ich habe das Gebiet hier einfacher leer gefarmt, als man denkt. Und zwar habe ich mir halt immer zwei Leute gerufen. Also menschlich, zwei Leute. Weil, ich sag mal so, es ist ja nur vorteilhaft für alle. Weil alle kriegen die Seelen, den Seelendrop. Ne? Okay, der lebt auch noch. Der da auch noch? Ja, der auch noch, okay. Aber auch die dürfen nicht mehr lange leben. Ach so, ich hab dich gerade als Dings. Ich hab dich gerade für was ganz anderes gehalten. Was? Ein leichter Hit? Ach so, weil ich gerade auf Stärke so krass geskillt habe, glaube ich. Deswegen. Okay, du hängst gerade. Digga, dich will ich aber. Genau dich will ich haben. Ah, es kommen beide. Oh, warum kommen denn beide? Ich will nur einen. Ja, hier, die zu töten ist aber echt nicht leicht. Also hier Farm ist wirklich nicht einfach. Also wer hier farmen will, der muss auf jeden Fall aufpassen. Achso, bist schon tot. Finstergeist rufen? Nö, brauche ich nicht. Noch nicht. Genau. Dich jetzt erledige ich noch. Genau, da ist ein Loch, ey. Da muss ich aufpassen. Da wollte ich, genau. Und zwar kann man ja... Also ich habe jetzt auf Screen halt noch zwei diese... Warte, ich zeig's euch gleich, Leute. Aber dafür konnte ich halt nichts, weil ich wollte hier... Nein. Eigentlich wollte ich ein erstes Flakon nehmen, aber... Okay. Wenn mich das heilt, ist vollkommen okay. Och, Mann, Leute. Ich wollte gar nicht hier runterfallen. Ich wollte euch doch zuerst halt die eine Sache da zeigen. Zack. Und... Tot. Alter, also mit Narrenhandschuhe und silberner Schlangenring plus 1 bringen die halt... Ja... 3300 Seelen pro Ruinwächter und ein Leuchtfeuer. Oh nein. Oh, hallo. Dich kenne ich doch. Muss aufpassen, ey. 7 Minuten noch. Aha. Ja, so ein böser Typ. Na gut, ich rede jetzt nicht weiter. Wie gesagt, ich will mich jetzt nicht so viel mit dem Reden aufhalten mehr. Weil ich möchte halt offscreen, also halt selber die Story komplett mal so erkunden, dass ich dann in einem 100% Let's Play vielleicht dann nochmal wirklich alles erklären kann, erläutern, wie was ist und so. Kübel noch da, ja, ne? Hä? Ist Kübel noch da, ja? Leute, ist er weg. Wie komme ich jetzt hier weg? Oh, nur teleportieren oder was? Ja, scheinbar. Das Leuchtfeuer hier ergibt so gar keinen Sinn, wie ich finde. Na gut. Ich darf wieder nach oben reisen. Oh, muss ich die Typen wieder killen? Scheiße. In diesem Part nicht viel geschafft, außer da die Lichtstein-Dinger gezeigt eigentlich. Ja, egal. Mein Gott, es muss auch mal langweilige Parts in Dark Souls geben. Möglicherweise kommt ihr immer noch wieder, obwohl ich euch schon voll oft... Titanitscholle! Ich glaub das nicht! Titan... Was? Alter! Oh, hallo. Titanit... Was ist los, Alter? Warum kriege ich die Dinger gerade andauernd?
Ja, wie gesagt, die Ruinentypen kill ich auch so lange, bis ich von denen die komplette Rüstung zusammen habe, weil ich die unbedingt haben will. Weil ich stelle mir die recht episch vor. Deswegen. Ich habe auch schon, also offscreen habe ich schon ein paar Ruinenritter. Wo ist er? Ja, hier Ruin. Genau. Ruinstulpen habe ich auch. Nee. Ruinstulpen habe ich, glaube ich, auch schon. Ja. Und die Ruingamaschen habe ich die schon? Ja. Es wird nur der Ruinhelm, glaube ich. Den habe ich auch schon. Siehst du, ich habe sogar die komplette Rüstung. Aber ich glaube, die ist schwächer als meine Schmelzerrüstung, oder? Ja, Mann, die Schmelzerrüstung ist richtig hardcore. Alter. Achso, ich habe auch den Königsring plus 1. Weiß nicht, habe ich den in der Aufnahme gefunden? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, der erste Durchlauf bei Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Ja, wenn man so Let's Playt, ja, man, es passieren auch viele Dinge offscreen ungewollt. Deswegen. Hallo. Ich wollte auch gar nicht beide. Ich wollte nur einen von euch haben, Jungs. Jungs. Stresst nicht. Mir ist schon klar, dass der Schollendrop hier natürlich höher ist als in Dark Souls 1, weil du hier Waffen nur bis plus 10 machen kannst. Aber trotzdem, ich hätte. Ja, wissen, ich finde das schon recht cool, dass es die hier so oft gibt. Finde ich schon ganz episch. Was? Lachst du? Warte mal. Findest du es toll, wie ich rede, oder was? Oh, nicht? Ich werde auch heiser, Leute. Ich werde heiser. Ich werde auch immer leiser. Das muss ich jetzt in diesem Part wenigstens noch ändern. Scheiße. Aber ich glaube, die ja, Stärke habe ich jetzt auf 50. Ciao, 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 ciao. Ich gehe dann mal. Ja, ich glaube, das Höchste, was du für eine Waffe brauchst, ist auch Stärke 50. So ist mein, also glaube ich. Ich muss gleich mal nachschauen, wie das mit den Bosswaffen aussieht. Ja, apropos Bosswaffen, da will ich mir unbedingt jetzt demnächst mal eine farmen. Dass ich endlich mal hier, ja, ich, ne? Aber ich glaube, eine Bosswaffe kann man auch nur mit versteinerten Drachenknochen, 2 Minuten Tagende. Oh, danke. Ja, Leute, dann mache ich jetzt, bevor wir weiterlaufen, hier kann. Also da unten habt ihr gesehen, unten war ein Leuchtfeuer. Und genau, diese Tür habe ich halt offscreen noch aufgemacht, halt mit so einem Töten von einem Gegner. Und dann geht's hier halt weiter. Scheinbar. Sieht zumindest so aus. Deswegen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.